Knurrend wandte sich der Kapitän ab. Na, das war ja noch mal gut gegangen. Er brauchte Ole für seine Pläne und war darum froh, dass der wieder da war. Außerdem imponierte ihm der Mut des Jungen und er dachte, vielleicht wird doch noch mal ein richtiger Pirat aus ihm, auch wenn er eigentlich ein zu weiches Herz hat. Jetzt endlich, nachdem der Kapitän weg war, konnte Ole seine Schwester richtig begrüßen. Sie umarmten sich und als Ole sich wieder aus der Umarmung löste, war er ganz erschrocken, dass auch noch der dicke Smutje ihn an seinen mächtigen Bauch zog. Gut, dass du wieder da bist, mein Junge. Oh, du drückst mich ja tot, Smutje. Ah, so schnell stirbt man nicht. Wenn man nicht so dumm ist, mit einem kleinen Boot ohne Karte und Kompass aufs große Meer hinaus zu segeln. Ich weiß, Smutje, es war eine große Dummheit. Kurs Ost-Nordost, Großsegel setzen. Ja, auf, auf, auf! Antje, wieso weinst du denn jetzt, wo der Moses wieder da ist? Weil ich freue mich ja so. Na, lass das aber niemand sehen, hörst du? Wie steht die Backen trocken? Tränen auf einem Piratenschiff. Also das gehört sich einfach nicht. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder... Unvorstellbar. So, und jetzt in die Kombüse mit dir. Stoche das Feuer tüchtig an, lege ordentlich Holz nach. Gleich verlangen die Leute nach Essen und weh uns, wenn es dann noch nicht fertig ist. Du musst es... Du nimmst dir eine Pütz und tust, was der Käpt'n gesagt hat. Also, aber so eifrig, dass der Schweiß in Strömen rennt, verstanden? Aber ich soll doch erst den Steuermann rasieren. Der hat jetzt noch keine Zeit. Du siehst doch, ein neuer Kurs wird eingeschlagen. Frag ihn erst, wann es ihm passt. Gut. Darf ich nur eben schnell nach Salt und Pepper begrüßen? Ah, nicht, nicht. Ah, na ja, nur meinetwegen, aber nur ganz kurz. Und dann wird geschrubbt, dass die Planken dampften. Die nächsten Tage waren wahrhaft nicht bequem für unseren Ole, der nun wieder der kleine Pirat war. Ein deckschrubbender kleiner Pirat. Natürlich wurde er nicht immer kontrolliert, aber er arbeitete doch fleißig. Er wollte sicher sein, dass ihn der Kapitän nicht beim Nichtstun erwischte. Im Grunde war er froh, mit so einer milden Strafe davongekommen zu sein. Wenn das Verhältnis zum Kapitän auf diese Weise wieder in Ordnung kam, sollte es ihm recht sein. Außerdem hatte er auch auf dem Walfänger ordentlich gearbeitet und war gut im Training. So kam es, dass das ganze Deck bald so sauber war wie schon lange nicht mehr.